Hallo, wir melden uns von unserer Amazonas-Expedition. Wir sind an unserem ersten Zwischenziel angekommen, der Höhle, die Ronald noch von einer früheren biologischen Expedition kennt. Diese Höhle ist wirklich unfassbar beeindruckend. Sowas haben wir alle noch nicht gesehen. Die ist riesig groß mit einem riesigen Stalaktiten in der Mitte. Manche haben gesagt, es sieht aus wie ein mysteriöses Drachenei. Unten in der Höhle fließt ein unterirdischer Fluss, in dem wir noch unser Wasser auffüllen konnten. Allerdings haben wir diese Höhle mit einem Tag Verspätung erreicht, was weniger schlimm klingt, als es tatsächlich ist, da Zeit der kritische Faktor auf dieser Expedition ist und wir natürlich schauen müssen, dass wir rechtzeitig wieder zurück in die Zivilisation kommen, bevor unsere Lebensmittelvorräte knapp werden. Der Grund für diese Verspätung ist eine Person im Team. Diese Person ist in den letzten Tagen immer wieder aufgefallen, weil sie doch deutlich langsamer ist als erwartet. Weswegen wir die letzten Ziele auch immer erst spät nachts erreicht haben, beziehungsweise jetzt hier mit einem Tag Verspätung. Haben mit dieser Person gesprochen und sie hat sich nicht so vorbereitet auf die Expedition, wie wir es am Anfang festgeschrieben haben. Unser Guide hat deswegen wirklich ernsthafte Bedenken geäußert, was er sonst eher selten macht, weil er es uns allen sehr recht machen möchte. Aber er hat ernsthafte Bedenken, dass wenn der Hinweg bis zu diesem Punkt schon so schwierig war, dass das, was noch kommen wird, noch um den Faktor 10 anstrengender wird. Es kam also zu einer klaren Aussprache nochmal, wie die Erwartungen sind zwischen uns, den Teilnehmern und den Guides, was uns erwarten wird und haben hier nochmal klar gemacht, dass das hier keine Spaßveranstaltung ist, sondern eine ernste Expedition. Daraufhin hat sich jetzt noch ein anderer Teilnehmer gemeldet, der die letzten Tage schon ein sehr schlechtes Bauchgefühl hatte, weil er weil die Gefahren dann doch erst klar wurden, als wir wirklich hier waren und er sich diesem Abenteuer doch nicht ganz gewachsen fühlt. Die Konsequenz ist also, dass uns heute zwei Teilnehmer mit einem Guide und Mauleseln über denselben Weg, den wir gekommen sind, wieder verlassen werden und zurück in die Zivilisation wandern werden. Für den Rest des Teams geht es jetzt auf, wirklich in unbekanntes Gebiet. Unsere Guides haben mit Macheten schon den Weg freigeschlagen, zumindest ein Teil davon. Was wir sagen können ist, dass wir steile Abhänge haben, die besonders rutschig sind, weil es über Nacht geregnet hat. Was uns ansonsten erwartet, wissen wir natürlich nicht. Wir sind sehr gespannt und aufgeregt. Wir werden auf jeden Fall wieder berichten, sobald wir angekommen sind.